Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema immer mehr Fake-Shops auf Instagram und Facebook. Instagram wird nach Recherchen des SWR-Magazins Marktcheck zunehmend für betrügerische Angebote genutzt. Das soziale Netzwerk tut allerdings bisher wenig gegen den Missbrauch. Die Europäische Union möchte jetzt Abhilfe schaffen. Die Plattform Instagram wird nach Recherchen des SWR-Verbrauchermagazins Marktcheck allzeit mehrfach von betrügerischen Fake-Shops genutzt, die dort Werbeanzeigen schalten. Diese Anzeigen haben viele Male eine Reichweite von Millionen Benutzern. Die Betreiber der betrügerischen Shops nutzen im Zuge aus, dass sie gegen eine Gebühr Werbeanzeigen auf Instagram schalten dürfen, um die Benutzer anschließend auf betrügerische Internetseiten zu locken. Von Instagram zum Fake-Shop. Die Werbeanzeigen führen via Link in gewissem Maße zu dubiosen Internetshops. Diese sehen auf den ersten Blick seriös aus. Des Weiteren ist meistens nicht auszumachen, dass die Betreiber in China sitzen. Für die Bezahlung wird genauso der Bezahldienst PayPal genutzt. Ist also erstmal augenmerklich seriös. Wer bei diesen Anbietern bestellt, bekommt durchaus nicht das Produkt geliefert, das beworben wird. Stattdessen werden billige, minderwertige Produkte an den Abnehmer versandt, die zuweilen kaum etwas mit der Bestellung zu tun haben. Testbestellungen deuten auf Betrug hin. Zu Testzwecken hatte der SWR binnen 10 Anbietern Waren bestellt, die außerordentliche Werbekampagnen auf Instagram geschaltet haben. Einige der Werbevideos hatten weitestgehend 5 Millionen Aufrufe, lediglich nur auf Instagram. Bei keinem der Testkäufe wurde das beworbene Produkt geliefert. In einem Fall wurde statt eines Laptop-Ständers einige Holzbrettchen verschickt. In einem anderen Fall bekam der SWR statt eines Outdoor-Ofens aus Edelstahl einen billigen Blecheimer aus China. Betrugsmasche als Massenphänomen. Der Arbeitnehmer der Wishlist Internet aus Wien beobachtet seit langem betrügerische Aktionen im World Wide Web. Ebenso im Auftrag der österreichischen Regierung. In ihrer Datenbank befinden sich allemal mehr als 10.000 betrügerische Internetseiten. Ein IT-Experte von der Watchlist warnt vor der Betrugsmasche auf Social-Media-Plattformen. Wenn wir uns das Phänomen von betrügerischen Online-Shops ansehen, darauf folgend geht der Trend in jedem Fall in den Himmel. Das Gleiche gilt gleichermaßen für die Werbeschaltungen auf Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Instagram, TikTok oder Facebook. Für exakt das gleiche Angebot. Auch wer das Produkt mittels PayPal bezahlt hat, ist trotz des sogenannten Käuferschutzes nicht in jedem Fall geschützt. Das haben die SWR-Recherchen gezeigt. Nach der Beschwerdemeldung wird der Erwerber von PayPal konstant aufgefordert, das Produkt an den Fake-Shop zurückzuschicken. Doch bei Anbietern, die mit einem falschen Impressum agieren, ist eine Rücksendung unmöglich. Zudem sind die Kosten für einen Paketeversand nach China in der Regel höher als der Kaufpreis der Produkte. Damit wird eine Retour finanziell absolut sinnlos. Das nutzen die Betrüger ganz gezielt aus, sagte ein Mitarbeiter der Watchlist Internet. Ihre Opfer würden daraufhin oftmals aufgeben und auf eine Rückzahlung verzichten, was die Fake-Shop-Betreiber einkalkulieren. Nach SWR-Recherchen: Instagram sperrt Anbieter. Im Rahmen der Recherchen hat der
SWR sowie Instagram als gleichwohl PayPal die Namen von Fake-Shops übermittelt. Doch zu den konkreten Fällen äußert sich das Unternehmen nicht. Lediglich ein Lieferant wurde nach den Anfragen des SWR von Instagram gesperrt. Ein anderer Shop wurde offensichtlich vom Betreiber sogleich aus dem World Wide Web genommen, nachdem sich die SWR-Reporter als Journalisten auszumachen gegeben haben. Etliche weitere Fake-Shops sind allerdings bis heute online. Damit konfrontiert, antwortet der Mutterkonzern von Instagram: Wir arbeiten stetig daran, unsere Technologie noch weiter zu verbessern, um gegen diese Form von Betrug vorzugehen, und wollen in Zukunft noch mehr tun, um solche Konten von unserer Plattform fernzuhalten. Also für mich klingt das jetzt eher nach einer absolut banalen Standardnachricht, die sowieso immer verschickt wird. Der Bezahldienst PayPal hält sich bedeckt. Auch PayPal äußerte sich zu den konkreten Fake-Shops nicht. Ebenso nicht auf die Frage, warum jene bislang die PayPal-Dienste nutzen dürfen. Ganz allgemein teilt man dem SWR mit: PayPal duldet keinen Missbrauch seiner Plattform für betrügerische Aktionen und geht Hinweisen auf Verstöße gegen die PayPal-Nutzungsrichtlinien nach. Dem widerspricht ein langjähriger PayPal-Mitarbeiter in Berlin, zu dem der SWR im Rahmen der Recherchen Kontakt bekam. Seiner Aussage nach kümmere sich PayPal viel zu wenig um die Beschwerden. Für PayPal ist die Rechnung ganz einfach. Wenn der Umsatz des Verkäufers stimmt, spielen die Beschwerden für PayPal keine Rolle. Die Mails versanden dann in den Kundencentern in Irland oder in China. Zu diesen konkreten Vorwürfen äußerte sich PayPal allerdings nicht. EU-Berater: Lücken beim Verbraucherschutz. Der Journalist Christoph Busch ist einer der Fachberater der EU-Kommission zum Themenfeld Onlinehandel. Er ist der Meinung, dass der Verbraucherschutz auf den Social-Media-Plattformen klar erneuert werden muss. Die neumodischen EU-Regelungen seien aus dem Anno 1999, also aus einer Zeit, als es Instagram und Co. noch keineswegs gab. Bei der EU habe man das Problem erkannt. Derzeit arbeitet die EU-Kommission an einem neuen Digital Service. Und der soll Sorgfaltspflichten für Online-Plattformen, also auch für Instagram beispielsweise, formuliert werden. Und bei Plattformen, auf deren Kaufverträge abgeschlossen werden können, soll eine Verpflichtung eingefügt werden, dass die Identität der Händler überprüft werden soll. Doch bis die neuen Regelungen kommen, wird es noch mindestens 2 Jahre dauern. Bis dahin, so raten auch Verbraucherschützer, sollen User lieber nur bei Shops kaufen, die sie kennen, und bei unbekannten Shops außerhalb der EU lieber grundsätzlich vorsichtig sein. Also eins ist auf jeden Fall klar: Zwischen Instagram und Facebook und auch TikTok gibt's da tatsächlich gar keine Unterschiede. Die unseriösen Shopbetreiber tummeln sich weiterhin. Zwischen den Beiträgen findet man immer wieder ganz tolle Produkte. Da gab's zum Beispiel auch mal ein TikTok-Video dazu, habe ich vor einer Weile mal gesehen. Da hatte eine Dame einen Weihnachtsbaum bestellt. Die Größe war nicht wirklich angegeben. Der Baum sah aber doch ziemlich groß aus. Auf jeden Fall größer als ein Mensch. Naja, nur das, was bei ihr zu Hause ankam, hatte nichts mehr mit dem Weihnachtsbaum auf dem Bild zu tun. Es war eigentlich ein Weihnachtsbaum schon mit Kugeln dran und einer integrierten Lichterkette. Das, was sie bekam, war nichts anderes als, naja, etwas längere Pfeifenreiniger. Wie Klobürsten sah der Baum aus. Ja, das kann euch tatsächlich auf Instagram und Facebook passieren, wenn ihr in solchen Shops bestellt, dass ihr schon Ware bekommt, allerdings nicht das, was ihr bestellt habt.
Nun ja, und geht man nun zu beispielsweise PayPal und beschwert sich über den Kauf, dass nicht das Produkt angekommen ist, was man bestellt hat oder dass grundsätzlich Betrug vorliegt, nun ja, dann kann der Verkäufer aber beweisen, ich habe ja was verschickt. Es gibt ja eine Sendungsnummer und der Kunde hat tatsächlich auch etwas erhalten. Ja, und bei den Bildern auf dem Internetshop steht gerne auch mal dran, Produktabbildung ähnlich oder Produkt kann von Abbildung abweichen. Das sind auf jeden Fall schon Hinweise dafür, dass eventuell irgendwas nicht mit richtigen Dingen zugeht. Von daher immer schön aufpassen beim Online-Einkauf und am besten nicht über die Werbeanzeigen in Facebook, Instagram und TikTok irgendwas kaufen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.